Wir haben eine wirkliche spektakuläre Ankündigung zu machen, dass heute der Superstar zu uns gekommen ist, nämlich Til Schweiger. Und er wird, man kann beinahe sagen, weltexklusiv heute mit uns über die bevorstehende Hochzeit sprechen. Oh. Das ist eine absolute Sensation. Und das Tollste daran ist, er hat seine wunderbare Tochter Lilly mitgebracht. So, hab ich jetzt, das habe ich doch ganz geschickt anmoderiert, oder? Ja, und der beste Spruch war eben, 3 Stunden Warnstreik ist bei uns Mittagspause. Kann man beim Film auch streiken? Gibt es streikendes Personal beim Film? Gibt es das? Hast du schon mal erlebt? In Frankreich, ja. In Frankreich, ja, oder? Die Drehbuchautoren und Regisseure legen die Arbeit nieder. Auch, ja, klar. Nee, gibt es eigentlich nicht. Hast du noch nicht erlebt? In Amerika gab es das. Gab es auch vor 10 Jahren, wo die Drehbuchautoren. Mm. Ja, das war aber nicht am Set. Das, da ging es um neue Konditionen und so. Also das, die haben auch nicht gestreikt, sondern die haben es angedroht. Ja, ja. Also, ihr seid, glaube ich, gerade aus Mallorca gekommen. Man sieht auch schön ein bisschen braun und alles wunderbar. Habt ihr zusammen Silvester gefeiert? Ja. Echt? Ja, sogar mit der ganzen Familie zum ersten Mal seit 5 Jahren. Was heißt denn die ganze Familie? Also alle. Die Mutter, der Papa und alle Kinder. Alle Nein, 4. Ist das toll. Ja. Oh, ist das, das finde ich ja super. Sogar die Freunde waren dabei und Freunde. Die Freunde der Kinder oder die Freunde der Mutter? Die 5 Freunde der Mutter waren auch da. Das finde ich wirklich fantastisch. Und das macht ihr jedes Jahr oder ist euch das erst nach ein paar Jahren gelungen? Nee, Weihnachten haben wir eigentlich jedes Jahr gefeiert, aber Silvester war halt immer... Die sind alle erwachsen jetzt und dann wollen die lieber auf eine coole Party gehen als mit den Eltern und so. Das war dadurch auch, dass sie ja in, also die Mutter in Malibu lebt mit Emma, mit ihrer jüngeren Schwester. Und sind alle zusammen. Also das war nicht so einfach mit Silvester, aber das war jetzt zum ersten Mal seit 5 Jahren, dass wir alle zusammen waren, ja. Cool. Habt ihr Lilly ordentlich geböllert? Nee, tatsächlich hatte Luna aber Feuerwerk besorgt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld sie dafür ausgegeben hat, aber es war... Mega schön. 10 Minuten, glaube ich, ging das. Gefühl. 10 Minuten geht ja noch, finde ich. Ja. Manche knallen ja 25 Minuten. Und man muss sich ja jetzt auch schon wieder, es ist ja jetzt schon wieder so, dass man sich überlegen muss, darf man es überhaupt noch? Ja, das war auch eigentlich eine Diskussion bei uns zu Hause. Ich brauch's nicht, aber ich bin am nächsten Morgen so am Pool lang gelaufen. Das sind alles so Natursteinplatten. Ja, klar, also, alles schwarz. Die ganze schwarze Scheiße her. Ne? Das war vom Böllern. Also ich brauch's nicht. Ich finde, das ist eine Geldverschwendung. Und das Geld kann man wirklich sinnvoller, also das kann man spenden. Ziemlich viel ändern. Hast du noch geknallt oder hast du dir auch schon die Sinnfrage dieses Jahr gestellt? Ich stand mit Lottchen im Supermarkt und da war dieses Päckchen und ich sagte, na, was ist jetzt mit Greta? Und sie so, und ich war bereit zu investieren und sie sagte, nee, komm, lass mal. Und hat es weggelassen. Bravo. Ja. Tatsächlich viel passieren. So, ihr zwei, ihr habt ziemlich intensives Jahr bzw. intensives 2 Jahre eigentlich schon hinter euch, oder? Ihr habt nämlich viel zusammengearbeitet. Was habt ihr gemacht, Lilly? 2 Filme. 2 Filme? Ja. In zwei Jahren. Das ist unglaublich. Jetzt ist es aber so, dass du eigentlich, und das finde ich ja das Allercoolste an der ganzen Sache, weil du kannst ja alles machen und du hast die Möglichkeiten, zumindest du kennst zumindest einen sehr guten Regisseur relativ gut. Aber du hast es gar nicht unbedingt forciert, oder? Du hast es dir eigentlich erst so in letzter Minute überlegt, dass du vielleicht dich noch bewirbst. Ja, also es kam eigentlich dadurch, dass ich am liebsten wollte ich halt die Erfahrung mitnehmen, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Das hatten Luna und Emma schon gemacht und dann dachte ich, okay, gut. Jetzt willst du auch mal mitreden können. Ja, aber es war wirklich schön und ich liebe das auch echt mega. Aber für mich, also was drum und dran mitkommt, das war ein bisschen die Problematik bei mir. Was heißt, was mit drum und dran kommt? Ja, ich bin so, ja, keine Ahnung, früher habe ich auch immer gesagt, ich tue das meinen Kindern nicht an. Ich lebe privat, ich mache mein privates Ding. Mhm. Aber leider macht das auch so Spaß. Ja, ja. Das Ding war, nach Kein Ohrhasen hat ja die Emma eigentlich so die Hauptrolle gespielt mit 4. Mhm. Und Lilly war eine Nebendarstellerin. Und nach der Premiere sagte Lilly so zu mir, Papa, weißt du, was mir aufgefallen ist? Da warst du wie alt? Das war 2007, da warst du 9 oder 8. Mhm. So, mir ist aufgefallen, dass Emmas Rolle viel größer war als meine. Hattest du bisher noch ein bisschen verschweigen können? Nee, gar nicht, aber es war so lustig. Gesagt, pass auf, das machen wir. Wir drehen von dem Film eine Fortsetzung, das steht jetzt schon fest. Und dann gucke ich, dass beide Rollen gleich groß sind. Und dann hat sie dann, und dann habe ich das auch wirklich gemacht, wirklich so austariert, dass es so 50-50 ist.
Und als wir dann drehen wollten, dachte sie, sie geht jetzt für ein Jahr nach Seattle zu ihren Großeltern und will ein Jahr in Amerika auf die Schule gehen. Mhm. Ich gesagt, wenn du das machst, kannst du nicht mitspielen. Dann sagte sie, ja, ich habe mir das überlegt, ich will sowieso nicht da in die Öffentlichkeit, ich will privat sein. Ja? Und dann war sie, hat sie nie wieder gespielt. Mhm. Also war, fand ich auch cool von ihr so. Und irgendwann hat sie halt gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ach, jetzt war es ja auch toll. Allerdings hast du dich mit, du hast dich richtig mit dem Casting-Video beworben, oder? Mhm. Jetzt stelle ich mir, das wirklich, das ist mir ein Rätsel. Ich meine, du kennst es ja, Peter Simonische kennst. Es ist mir ein Rätsel, wie man sich für eine Rolle. Kanntest du die Rolle? Also du wusstest klar natürlich, du kanntest das Drehbuch. Was macht man für ein Casting-Video mit sich, mit Freunden, mit was macht man? Das war schrecklich. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe wirklich, ich glaube, 16 Stunden insgesamt gebraucht. Aber ich habe mich gepusht, weil ich wusste, dass Papa die ganze Zeit dachte, ja, macht sie eh nicht, macht sie eh nicht. Mhm. Und das hat mich irgendwie gepusht und dann hatte ich auch Lust und Bock drauf. Ja. Aber das Casting-Video war wirklich richtig schlimm. Ja. Einfach sich dann selber auch noch anzugucken und das selber auszusuchen, was man jetzt dem Vater schickt. Was könnte dem Vati denn gefallen? So. Ja. 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 Ja, klar. Und er hat ja auch gewisse Ansprüche, muss man jetzt eben mal sagen. Ja. Ja. Aber er hat es dann letztendlich gemacht. Ja, also ich musste dann noch ein zweites machen. Mhm. Ja. Und dann ging es klar. Was hast du gesagt? Kannst du noch mal hinten ein bisschen nacharbeiten? Nein, weil ich das gar nicht mehr für ernst genommen habe, dass sie wirklich, weil sie kam halt nicht aus dem Quark. Ich habe gesagt, du musst mir ein so nennt man E-Casting. Mhm. Mhm. Was eigentlich schöner ist für einen Schauspieler, weil er das mit Freunden, Bekannten machen kann, Kollegen in einem Raum, wo er sich wohlfühlt. Viel schlimmer ist, wenn du in ein Casting reingehst, gerade, sage ich mal, in Hollywood, wo so eine gelangweilte, dumme Casting-Agentin sitzt, die schon 50 Leute heute gecastet hat, die dir gelangweilt den Text so vorsagt. Ja. Und du sollst also wir haben ja dann immer gute Schauspieler, die spielen. Du kannst doch richtig spielen. In Amerika musst du das vom Blatt ablesen. Mhm. Und dann liest dir jemand total gelangweilt, der dir mit seiner ganzen Körperlichkeit sagt, du kriegst die Rolle eh nicht. Ne? Und das ist so ein Stress. Dann ist das schon toll, wenn man mit Freunden oder mit anderen filmschaffenden Kollegen das so im eigenen sicheren Raum machen kann. Das ist schon ein kleiner Vorteil, finde ich. Aber ich sag mittlerweile auch Schauspielern, also ich glaube fest ans Casting, aber ich sag, wenn du lieber ein E-Casting machen willst, kannst du auch zu Hause machen. Ja? Also wenn du das als Stress empfindest im Casting jetzt persönlich von mir, machst zu Hause und schickst mir. Und das hat sie gemacht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hatte schon eine Schauspielerin eigentlich. Ne? Und dann kam sie um die Ecke und dann dachte ich, wow. So, und dann war das für mich eine schwere Entscheidung. Wen nehme ich denn jetzt? Mhm. Ja. Ist er ein ganz anderer, wenn er arbeitet, oder erkennst du immer noch deinen Vater in ihm? Oder merkst du schon, dass er dann als Regisseur... Ja, nee, schon. Er ist halt sehr fokussiert und er fährt seinen Film. Und als Vater ist er ziemlich relaxed. Also sehr geduldig auch. Gute Stimmung. Als Regisseur auch. Ja, als Regisseur auch, aber das ist halt... Ich habe ihn erst wirklich mit dem ersten Film wirklich als, also wirklich voll genommen, wie seine Arbeit halt abläuft. Davor dachte ich immer sehr. Der sitzt halt auf dem Klappstuhl und hat eine Baseballcap auf. Das denkt ihr, wir haben wenigstens nichts zu tun. Ja, aber beim ersten Film habe ich dann tatsächlich erst gesehen, oh, das ist ja echt viel, was er auch auf dem Schirm hat und. Ja. Zu Hause vielleicht nicht so Mensch. Ja, was man, wenn man ihn zu Hause erlebt, würde man nicht denken, was er beruflich alles auf die Beine stellt. Wir gucken mal rein, er kann wirklich alles. Bitte sehr. Dieser Mann ist immer unterwegs und allzeit im Einsatz für seine Mission Filme machen. Er schreibt, er produziert, er spielt, er dreht. Der Star kennt die richtige Mischung. Mal für Partys, mal für Pizzen. Ein unerkanntes Agieren im Untergrund ist für ihn nahezu unmöglich. Trotz gelungener Tarnung. Oft unterwegs mit Kultkarossen und ständig umgeben von anderen Superhelden erobert er auch längst besetzte Gebiete mit seinen Fähigkeiten. Viel Optimismus, große Liebe, klare Sicht. Seit Jahren seine Spezialwaffe Familienbande. Gleich drei seiner Kinder stehen mit ihm vor der Kamera. Aktuelle Komplizin Tochter Lilly. Das Superteam. Till und Lilly Schweiger. Also ich stelle es mir toll vor, wenn man seine
Familie um sich hat. Und wir haben gerade eben, ich habe es ja schon anmoderiert in der Anmoderation, dass ihr eben einen Film gemeinsam natürlich gemacht habt, der Die Hochzeit heißt, der die Weiterführung ist von Das Klassentreffen. Ich könnte mir vorstellen, du bist doch jemand, du arbeitest doch gerne mit deinen Buddies so, oder? Also man sieht es ja auch an dem Film, die Jungs, die da mitspielen, sind wieder die gleichen wie im ersten Teil. Die tauchen häufiger auch in deinen Filmen. Also mit Milan Peschler habe ich jetzt zum ersten Mal gearbeitet bei Klassentreffen, jetzt natürlich zum zweiten Mal. Mit Samuel Finzi arbeite ich seit 20 Jahren zusammen. Er ist auch ein Freund. Ich sage immer, das Schönste, was es gibt, ist, mit Freunden zusammenzuarbeiten, die mega begabt sind. Ne? Also das ist, ich würde jetzt niemals mit einen Freund besetzen in einer Rolle, wo ich denke, der passt da nicht drauf. Der ist viel besser auf einer anderen Rolle. Dann würde ich lieber jemanden besetzen, den ich jetzt menschlich nicht so doll mag wie mein Freund, wo ich aber weiß, der ist viel besser in dieser Figur, auf dieser Figur. Aber der Idealfall ist natürlich, wenn du hinter der Kamera eine Familie um dich baust und vor der Kamera auch, wo immer wieder neue Leute dazukommen. Du kannst nicht jeden Film mit denselben Leuten machen, das wird langweilig. Aber das ist natürlich der Idealfall. Und das ist auch das Schönste am Produzieren, ist, dass du dir die Menschen, mit denen du deine kostbare Lebenszeit verbringst, kannst du dir aussuchen. Aussuchen kannst. Musst du einen Thomas Heinze und einen Samuel Finzi schicken, die auch ein E-Casting-Band? Oder nee, also, schon mal nee, Samuel war von Anfang an drauf, schon als wir das Buch geschrieben haben, hatte ich eigentlich immer den Samuel im Kopf. Für die Rolle von Milan hatte ich noch keinen im Kopf, aber als wir dann überlegt haben, wer ist das? Und dann habe ich Samuel gefragt, was hältst du von Milan? Und sagte, Milan, ich liebe ihn, er ist mein Freund. Und dann war das schon dann Deal. Also es ging dann ratzfatz. Da passt er auch wirklich gut rein. Jetzt schauen wir mal rein. Die Hochzeit läuft ab 23. Januar. Das ist ja schon bald. Ja, ja. Sehen, dann wissen wir noch immer nicht und wir werden es natürlich auch nicht verraten, ob es am Ende ein gutes Ende findet, ob die beiden wirklich, ob er die Rede so hinkriegt, dass er sie auf der Hochzeit dann halten kann. Die Hochzeit ist auf jeden Fall bombastisch geplant. Wird die Liebe im Alter schwieriger? Das weiß ich nicht, aber es ist sicherlich schwieriger, den Richtigen zu finden, weil man immer mehr anspricht, weil man immer genauer weiß, weil man genauer weiß, was einem nicht gut tut und was sich nicht richtig anfühlt. Und weil die Ansprüche wachsen, ne? Nicht weil man denkt, einem gehört mehr oder einem gebührt mehr, sondern weil man immer weniger bereit ist, Konzessionen zu machen. Und deswegen ist der, der schon die ganze Zeit mit seinem Partner glücklich ist, die ganze Zeit, der ist der Glückliche. Und der, der im Alter jemanden suchen muss, aber sowieso suchen ist sowieso scheiße, weil man findet man nicht. Aber der im Alter, jetzt in meinem Alter, ich will jetzt kein Mitleid erregen. Solo ist, das ist halt, das wird nicht einfacher. Also als Jugendlicher oder als junger Mann ist es viel einfacher als in meinem Alter. Glaubst du an die große Liebe für immer? Ich glaube, das ist schwierig, wenn man geschiedene Eltern hat. Aber ja. Du bist dein eigener Mensch, du hast einen freien Willen und du kannst dein Leben leben. Für mich ist das, also die große Liebe, mal gucken. Nicht zu schnell. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, die große Liebe für immer finden. Ja. Jedenfalls hat sie einen wunderbaren Freund. Ja, das stimmt. Ach, okay, gut, dann ist ja schon mal alles gut. Wenn du jetzt noch mal heiraten würdest, würdest du so ein Fest planen? Wir gucken dann gleich noch mal rein, zählen noch mal einen Ausschnitt. Wie es im Film die Hochzeit geplant ist, was wirklich, ich meine, es ist sehr schön, jeder Mensch möchte so heiraten wie das, was du inszeniert hast. Aber würdest du noch mal so groß heiraten? Das weiß ich nicht, kommt drauf an. Also ich bin spontan und lass mich treiben und vielleicht, ja. Du bist auch ein Deko-Freak, gibt's zu. Ich meine, in der Hochzeit zu dekorieren, du würdest ausflippen. Du klebst doch persönlich da noch die handgebundenen Blumengirlanden. Das würde ich mit Liebe tun. Ja, oh Gott. Jetzt gibt's Zuschriften. Jetzt gibt's die ersten Zuschriften. Ich merke schon. Ich glaube, Oliver Mommsen ist ja auch, ich glaube, bei ihm gab's doch... Nee, von mir geht keine Gefahr aus. Aber Engelchen und Teufelchen. War es nicht bei der Vorbereitung zur Ehe, ist da nicht irgendeine Glasscheibe gespielt oder irgendwas war doch da? Ja, an einer Tür ist immer noch ein Loch. Da ging es um die Tischkärtchen. Ja. Infolge einer Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung. Wir haben die dann anders geregelt. Es kam zur Gewalt und ich glaube, sie hat sich durchgesetzt. Also heiraten sollte man sowieso erst, wenn man sich sehr gut kennt. Weil man lernt sich dann noch mal kennen auf eine Art und Weise, wo du denkst,
Es ist ein Ritt. Es ist eine emotionale Achterbahn. Das ist wie die Alpen. Und die emotionale Achterbahn, die können wir uns noch mal genau anschauen. Und da ist das Ehepaar, hat noch nicht mal zusammengefunden. Da geht es schon ordentlich zur Sache. Wir gucken einmal kurz rein. Das ist die Tortenschlacht, die du inszeniert hast. Wir mussten 3 Tage lang und dann jeden Tag wieder neu in die... Ist es so eklig? Bei 34 Grad, so das ist Zucker im Gesicht. Also man kennt das auch, die Sahne, wenn das so ranzig wird. Ekelig. Das ist was ganz Fürchterliches. Ekelig. Aber ich bin traumatisiert, also diese Schoko-Dinger. Kannst du nicht? Meinte ich auch so, oh, es riecht nach der Tortenschlacht. Es sitzt noch sehr tief. Aber es zu inszenieren hat sich ja Spaß gemacht. Na, ich hatte schon auch Mitleid mit den Komparsen, wirklich. Auch mit den Darstellern, die eben die Dinge abgekriegt haben. Aber es war nicht lustig. Nee, okay. Aber es sieht auf jeden Fall sehr lustig und sehr schön aus. Film ist es lustig. Ja. Es sind auch sehr schöne Torten, muss man sagen, tatsächlich. Also man möchte, es macht Spaß, die Fliegen zu sehen. Das Tollste finde ich an dir, dass du gesagt hast, Lilly ist ganz nett mit der Schauspielerei, aber eigentlich schwebt mir was anderes vor. Was sind deine Pläne? Ja, ich will eine Tischlerausbildung machen. Das finde ich so cool. Tischler. Eine Tischlerausbildung. Ja. Was hat dich auf diese Idee gebracht? Ich hatte in der Oberstufe Design und Kunst als Leistungskurs auch eine sehr tolle Lehrerin gehabt. Und da ist so ja, das Handwerkliche oder auch das Gestalten fand ich dann mega cool und dachte auch so, jetzt, ich habe keinen Bock, jetzt nach der Schule noch mal was studieren. Ich will was mit meinen Händen schaffen. Und dann wollte ich erst Goldschmied machen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es auch viel zu einsam ist. Ja, stimmt. Es ist, man sitzt dann so alleine an seinem Tisch. Ja, so unter der Lupe. Ja. Und dann dachte ich, okay, Holz fand ich immer cool, weil bei uns zu Hause ist fast alles aus Holz. Ja. Papa ist total holzaffin. Und ich finde das auch mega schön. Ich finde es auch, es gibt fast kein schöneres Geruch als Holz. Frisches Holz, finde ich ja, auch. In der Werkstatt. Was wirst du bauen? Möbel? Möbel, ja. Was wirst du als erstes bauen? Einen großen Tisch. Ja, einen richtig großen mein Tisch. Sarg. Nein. Sie hat ein Praktikum gemacht auf dem Bau, also als Bautischler. Und dann kam sie zurück mit einem wunderschönen Schneidebrett. Massiv aus Altholz, aus Holzresten. Verschiedene Farben, dunkel, hell. Ich habe gesagt, das ist das schönste Schneidebrett, was ich je gesehen habe. Schenkst du mir das? Sagt sie, nein, das ist für Opa, also für meinen Papa zu Weihnachten. Da habe ich gesagt, das ist so geil, das müssen wir beim Barefoot Looking Shop reinmachen. Das machen wir jetzt. Also, nein. Das ist das schönste. Das heißt, du hast schon deine erste Lieferantin aus der Familie rekrutiert. Genau. Du bist ja perfekt. Wenn jetzt die andere noch die Kaschmir-Pullis strickt, dann hast du es geschafft tatsächlich. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Okay, gut. Ja. Vielleicht die Ex-Frau. Ja, vielleicht die Ex-Frau. Die hat doch Lust zum Stricken, da bin ich mir sicher. Also, jetzt wünsche ich euch erstmal ganz wahnsinnig viel Erfolg. Toll, dass ihr bei uns seid. 23. Januar geht's los mit der Hochzeit. Und jetzt kommt Til Schweiger noch mit dem Schluss. Ich wollte auch ganz kurz jemanden grüßen, meinen Freund Thomas Pütz. Ich hab's dir versprochen. Sorry, das mache ich normalerweise nicht. Du versprichst noch Leuten, dass du sie grüßt? Nicht noch, sondern zum ersten Mal. Und was kann Thomas Pütz? Das ist mein Freund. Okay, Thomas, Mensch, wir grüßen dich. Und Peter Simonischek grüßt dich auch. Wir sind eine ganz tolle Runde hier. Vielen